Hallo Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Reaktionsvideo auf 7 vs. Wild Teams Mission Nahrung Folge 8. Also, let's go. Das sieht irgendwie nach einem neuen Intro aus. Kauft den Merchandise. Die hätte man sich vielleicht claimen sollen. Lieber Domain. Da wären wir heute jetzt reich. Aber auch eine komische Domain. www.7vs.wild.shop. Einzigartige Bilder, exklusive Hintergrundinfos und vieles mehr im offiziellen Bild. So, kauf doch gerne den Bildband und den Kalender. Band. Jetzt bestellen. So, mal gucken, was in der letzten Folge passiert ist. Unsere Hauptspeise. Mein Herr, Hammer? Miesmuschel. Red Titan. Wie sollen wir das schaffen, an Tag 10 hier hin und zurück zu laufen? Bro, ich hoffe so sehr, dass das uns erstens einen Fisch bringt und zweitens, dass es erst... Bin ja echt gespannt, ob heute jemand Fisch bekommt. Mein Gott, hält. Bis jetzt hat noch keiner einen Fisch bekommen. Wir wissen nicht... Wir wissen nicht, dass es heiß ist. Wir wissen nicht, ob es heiß genug ist. Ich sag mal so... Das Bernspray wird jetzt mal ein bisschen gelockert hier, Freunde. Ach, wer fragt übrigens, wieso kein Gaming kommt? Ich habe echt gar keinen Bock auf Gaming aktuell. Deswegen werde ich jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr Reaktionsvideos machen und. Achso, und für alle, die es nicht wissen, wer jetzt gerade noch auf Lars LJ schaut auf dem YouTube-Kanal, Leute. Es gibt einen Zweitkanal nur für Reactions, schaut gerne mal da vorbei. Sitzt in der Wildnis von Kanada, kämpfen 7 Zweierteams 14 Tage ums Überleben. Mit stark begrenzter Ausrüstung müssen die Teams sich alleine gegen die unerbittliche Natur behaupten. Jawohl! Zusammenhalt und gemeinsam getroffene Entscheidungen bestimmen über Sieg oder Niederlage. Pass auf, pass auf! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt. Ey, ist immer dasselbe Intro. Ich dachte vielleicht, dass die irgendwann mal ein neues schneiden. Vor allem, wenn die ersten Teams sozusagen draußen sind, weil es ist ja irgendwann langweilig. Aber nein, wir nehmen immer dasselbe. Und nur ein Ziel. 14 Tage überleben. Willenskraft! Das ist immer dasselbe. Wie Wolf! Zum Beispiel, das hätte ich schon längst rausgeschrien. Wir wissen alle, die sind schon raus. Raus. Du kannst dich nicht bewegen. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen zurück, dann war's das. Alter, ich bin gerade psychisch das erste Mal so richtig, boah. Das ist eine Scheiße. Ich glaube, vorher Platten jetzt mal in letzter Folge das meiste drin, aber mal gucken, wo es halt drum geht. Das ist die krankste Scheiße, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Mental knallt's gerade, ey. Das ist richtig geil, der Spot. Ja! Meine Turnsinn hat man auch nicht so viel gesehen. Es ging echt in der letzten Folge hauptsächlich um Kevin. Ein bisschen um Trimax und Romatra. Hey, Bier! Das Burnspray wird jetzt mal ein bisschen gelockert hier, Freunde. Das ist gestört, krank hier lang zu gehen. Hilfe! Hey, Bär! Ho! Hallo, Jackie. Boah, ist das rough, ey! Was? So eine Scheiße! Das ist so krass, Digga. Come on! Yeah! Wir können stolz auf uns sein. Wir zeigen euch Survival! Ich find's immer lustig, wenn Knossi das sagt. Wir zeigen euch Survival! Und ich weiß jetzt schon, dass bei dir nicht viel rumkommen wird. 7 vs. Wild Teams. Ich hätte auch schon Martin und Fritz rausgegraut, so leicht hinten. Weil die sind ja nicht mehr dabei. Weiß ich nicht, Jackie. Ich habe nicht geradet, nix. Kann sein. Also, ich habe nichts gemacht. Ich weiß von nix. Aber Jackie, wenn es dir hilft, ist doch geil. Ich weiß nicht, was du dann hast. Okay, wir sind am Tag 3 am Abend. Hey, Bier! Ja, wir erkunden aber weiter. Hier auch Knochen.
Weiß ich nicht, kann sein. Ja, es ist öfters da. Klar, also, Jackie, wir unterstützen uns gegenseitig, wenn es drauf ankommt. Du hast es auch schon mal gemacht, mich geradet, also von daher ist ja dasselbe. Digga, man schiebt halt hin und her seine Leute. Wieso nicht, wir kennen uns. Oh ja. Okay, krass, krass, krass. 10 Meter weiter, links sozusagen. Wieder Knochen gefunden, hier. Alles klar, nicht gruselig, aber okay. Ja, was das ist. Krass. Okay. Na gut, wir laufen mal für euch quasi weiter. Der gesunde Menschenverstand ist, dass sie gar nicht hier weiterlaufen will, aber ja. Ey, wir haben Bärenspray damit, wir sind laut. Vielleicht bin ich von irgendeinem Bären angegriffen, das wäre so lustig. Und dann bitte ja die Kamera drauf. Wir machen die Regeln quasi. Wir gucken sehr vorsichtig gerade. Hey Bär! Berliner schmecken nicht. Jo. Wir müssen auf jeden Fall nach rechts. Da sah es so krass nach irgendeiner überdachten Höhle. Keine Ahnung, sah ganz komisch aus da. Wieso nähern die sich jetzt einem, ja, Höhlenuntergang? Ja, da müssen wir jetzt leider hin. Hey, Bär. Die Neugier ist zu groß. Ja, so ein bisschen. Sieht schon aus. Also eine Höhle ist logischerweise nicht, aber... Den hier sieht aus wie ein Loch im Dreck, oder? Leider sieht man nichts. Wenn man benutzt hat den umgefallenen Baum hier. Ja, guck mal, das ist nicht vom, dass es umgefallen ist. Es ist auch trocken drunter und viel platt. Das sieht irgendwie platt. Das sieht platt gelegen aus. Ja, yeah, safe. Geil, die richtige Voraussetzung für heute. Da freuen sich alle wieder. Ey, das ist überhaupt nicht gruselig, Leute. Hier würde ich auch chillen. Was, sind da irgendwelche Essensreste oder sowas drin? Die essen ja immer vor der Höhle, glaube ich. Also hier sind jetzt keine. Hier sind keine, vielleicht auf der anderen Seite, ich weiß ja nicht. In drinnen ist auch nichts, sagst du? Nee, in drinnen sieht es nur trocken und dass man... Da ist der Bär auf der Jagd. Ja, gelegen haben könnte, sage ich mal aus. Ah, krass. Interessant. So, wir haben jetzt erstmal keinen Bär gefunden, aber einen Bären mit Doppel-E. Die müssen wir direkt uns reinführen hier. Was hast du noch? Ja. Was hast du noch? Ja, das ist eine riesen Ansammlung, kannst du gleich alles snacken. Ein paar Bären sind hier dran. So auf Masse wäre ja geil. Ja, das müsst ihr nicht finden, leider. Ja. Das ist tot. Hey Bär! Schmecken gut. So, abendliches Ritual. Den Kot absetzen, dass wir angeblich noch leben. Dass wir angeblich noch leben. Ja, wenn da jetzt jemand kommt, die tötet und den Kot immer noch absetzt, dann leben sie immer noch. Check in. Heute mal gelb? Ey, heute mal nochmal grün. Okay, heute nochmal grün. Ausnahmsweise. Check in. Grün. Schlechtes GPS-Signal. Wir haben wir ja schon. Trotzdem senden. Ja, wir werden jetzt noch unser Gesicht ein bisschen waschen, Hände waschen und dann gehen wir in die Falle, ne? Es ist noch nicht dunkel, aber es ist schon ja, aber es am Abend dunkel. Wahrscheinlich. Die Sonne ist hier hinter, es wird jetzt auch kalt, also mir ist wirklich richtig kühl jetzt. Ja, dementsprechend glaube ich ganz gut. Aber ey, jetzt mal ehrlich, war ein erfolgreicher, guter Tag eigentlich. Shelter ist fertig. Viel geschafft. Wir wissen, dass ein Bär in der Nähe ist, was will man was noch? Top, oder? Ja, morgen ist auf jeden Fall erstmal morgen. Morgen ist auf jeden Fall erstmal morgen. Das sind die geilen Sprüche, die braucht man. Morgen ist Angel-Action. Morgen ist so dermaßen. Okay, die wollen morgen angeln gehen. Das wird spannend. Angel-Action. Ich darf 4, nur noch 10. Ja, genau. Übrigens, ich hoffe, das OBS jetzt nicht mehr abstürzt. Es ist eine neue Version draußen. Die sieht anders aus. Ich sag persönlich mal besser, aber mal gucken. Das ist es. Das ist das Mindset. Die Wildnis hier, die wird uns nicht brechen. Nee, Andi. Die bricht vielleicht andere, uns nicht.
Wir haben das Privileg, hier jetzt noch 10 weitere Tage verbringen zu dürfen. Urlaub. Urlaub. Ist Urlaub. Ja, ist Urlaub, ne? Ja. Ist auch kein Quatschgelaber, ist alles wirklich echt. Klar. Alles Quatsch, also die gehen jetzt ganz, ganz klar irgendwo pennen. Die haben da so eine Holzhütte, da kriegen die erstmal eine warme Suppe und dann gehen die pennen. Klar, ist voll der Urlaub. Ich bin so am Entspannen, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ja, ist... Freunde. Ja. Ist auch geil, dass wir Bärenkacke gefunden haben. Motiviert uns. Ja, das ist top. Es wäre jetzt so, wenn heute Nacht wirklich ein Bär bei denen vorbeikommt. Ja, messlicher. Fuck! So, wir liegen wieder in unserer schönen Behausung. Die Sonne ist am Untergehen. Ey, man freut sich so auf den Schlafsack. Alter. Einfach, weil er gemütlich ist, so ein bisschen warm. Da kommt schon die erste Mücke angesäuselt hier. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ja. Klatscht sie alle tot. Oh, finde ich immer gut, wenn wir in den Schlafsack landen. Ja. Gleich klaut der Bär einen Stiefel. Geht's wieder pennen. Genau. Und morgen geht's dann weiter. Gute Nacht. Okay, jetzt wechseln wir nochmal zu Apfel und Hannah. Hallo. Wir sind schon hier so bettfertig. Und weil Anka hier so ein geiles Bettgestell gebaut hat, brauchen wir auch nicht Angst haben, dass wir aus dem Bettchen rutschen. Und sie hat sich nicht dabei verletzt. Boah, Premiere, sie hat sich nicht verletzt. Nein! Ich bin ganz schön stolz, Guck, wie sie jetzt lacht. Aber ja, das macht mich glücklich, sie hat weil sich da. Nicht verletzt. Das ist halt echt, echt. Sie hat brav die Handschuhe angezogen. Ja. Sogar ohne, dass ich was gesagt habe. Ganz von alleine. Das wird noch was, sie lernt noch was bei denen. Hatte ich die echt an? Ja, ja, ja. Oh, geil. Ja, du hast ja hier mal bei der Schnitzhand deinen Handschuh an. Ja, ich, ja. Ich bin auch stolz auf mich. Es wird noch was, da sehe ich mir ganz klar. Ich bin auch sehr stolz auf dich. Oh Mann, ey. Weißt du, was ich gerade gesehen habe? Also ich gucke mir nochmal so den ein oder anderen Clip gerade auf der Kamera an. Junge, mein Gesicht ist schon richtig hart am Explodieren mit Pickeln. Es ist so krass. Ich glaube, ich entgifte jetzt schon so hart. Ja, voll geil. Voll geil. Ey, wer was weiß, meinst du, wie wir noch... Mühe anfängt. Oh. Oder es kommt gar nicht und du hast einfach mega geile Haut von Natur aus. Wie spät ist eigentlich? Keine Ahnung, aber ich muss pissen. Oh, stimmt, wir könnten Green Code nochmal senden. Aber wir müssen Code Green nochmal senden. Ja, ach, das Ding, ja. Ja, wir senden Code Green. Ja, und dann? Dann ist voll Schlafenszeit. Voll Schlafenszeit schon wieder. Dabei ist noch relativ hell. Ja. Aber. Ja, ich bin gespannt, wann es losgeht mit so richtig hartem Hunger. Mhm. Hast du schon irgendwann mal so einen Zeitpunkt gehabt, wo du sagtest, boah, ich habe richtig doll Hunger? So richtig doll? Richtig doll, ne. Boah, okay, mega gut. Also bei mir. Weiß nicht, ob das Essen wirklich so hardcore kickt in 14 Tagen. Mir ist auch schon wieder besser geworden jetzt. Hoffentlich wird es einfach die nächsten 14 Tage nur noch besser. nächsten 14 Tage, das würde bedeuten, dass ich schon wieder Essen habe, weil ein paar Tage haben wir jetzt schon gemacht. Ja. Ja, wir können stolz auf uns sein. Das ist ein guter Anfang. Absolut. Ja. Absolut. Gute Nacht, Freunde. Ja. Trimix, nee, Papa Platte und Ritzmann. Also Leute, ich glaube, so häufig können wir das nicht nochmal laufen. Wir haben jetzt irgendwie drei Tage nichts gegessen. Und wieso ist das doch theoretisch nur einer? Also die können sich ja, obwohl, das sollen sie nicht, glaube ich. Jeder Weg davon fickt uns so krass, dass ich glaube, dass wir mit jeder Strecke dahin und zurück einen halben Tag verlieren. Im Vergleich zu, wenn wir einfach hier bleiben und hungern. Ja. Ja, ich weiß gerade nicht so richtig, was der Plan weiter ist. Das Einzige ist wirklich dann nochmal hingehen, hoffen, dass wir es schaffen. Und dann vielleicht einen Fisch rauszuholen, Maxi. Wenn sie mehrere Fische haben, können sie die ja räuchern und aufhängen. Aber das Problem ist, dann kommt der Bär. Das muss schon luftdicht als verschlossen sein. Und der kann niemals wieder gut machen, was das hier an Energie kostet, dahin zu gehen und zurück. Leute, sind mal ganz realistisch. Das Stellnetz wird weggeschwemmt sein, bis wir da sind. Ich glaube, bei Flut ist das so stark da. Das habe ich mir aber auch schon gestern gedacht in der Folge. Leute, wenn ich jetzt im Stream schaue, ich das gerade schon 2 Tage nacheinander. Das dachte ich mir gestern schon, das wird auf jeden Fall weggehen. Aber
Aber andererseits ist halt immer ein bisschen Hoffnung noch da dran. Vielleicht ist es doch stehen geblieben. Vielleicht ist doch ein Fisch drinne. Aber also, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Bro. Bei mir war es gerade wirklich Limit. Limit, Limit. Also das war Wahnsinn. Okay, wir ruhen uns erstmal aus, Freunde. Bis später. Tschö mit Ö. Joy und Jan. Der Tag neigt sich dem Ende. Wir haben unsere Schlafplätze vorbereitet. Haben gerade noch eine ganze Weile gequatscht, über 2 Stunden oder so. Und tatsächlich auch das erste Mal so richtig näher kennengelernt. Wer war eigentlich Sinn, was wir so machen, das war auf jeden Fall geil. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr nices Team. Hey, Joey Kelly und Janis sind, glaube ich, echt gut, dass die zusammengekommen sind. Besser hätte ich es nicht antreffen können mit dem Teampartner. Klar, die anderen sind ein bisschen, naja, Fritzen. Martin wären auch noch gut gewesen, auch einer der Naturensöhne, aber ja. Ja, wir gehen jetzt pennen. Joey entlernt sich gerade noch den Pisser. Das werde ich jetzt auch noch machen und dann ab in den Schlafsack. Die Nacht einleiten und dann geht es morgen wahrscheinlich um 8 Uhr oder was wieder weiter. Freue mich schon auf morgen, an der Hütte weiterzubauen und so weiter. Das wird bestimmt wieder ein guter Tag und hoffentlich gibt es vielleicht auch mal wieder was zwischen der Kauleiste. Das wäre auch was Geiles. Weil Hunger habe ich schon, obwohl richtig Hunger habe ich nicht, aber ich habe das arge Verlangen, mal wieder was zu essen. Einfach nur, weil es Spaß macht. Weil es Spaß macht, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, essen, weil man Spaß dran hat. Was zwischen den Kiemen zu haben, das wäre schon was. Ich frage Joey nochmal, ob er auch zufrieden ist mit dem Teampartner. Ob er sich auch freut. Joey, ja. Bist du auch zufrieden mit unserem Team? Lars, Rock, wir packen das, 14 Tage. Jawohl. Ich habe nur mitbekommen, irgendwie gab es einen Ausgang, also ich bin noch nicht so weit zusammen, was bald schon. Irgendwas hat Joey gesagt, ey, Leute, ihr könnt Jan abholen. Ich bleibe hier, ich mache die 14 Tage. Nicht mehr lange. Wir bauen uns hier richtig eine Villa. Und dann fangen wir an, halt noch mehr Resources, aber auch Essen. Erfrochen. Aber du wirst sehen, 4. Tag, übermorgen, hast du keinen Hunger mehr. Geil. Lars, danke. Lars. Jan, alles gut. Ich geb dir die Faust. Ja, bam. Bam. Gute Nacht. Und damit sagen Joey und Lars gute Nacht. Jetzt fehlt ihr noch. Ah, ne, 2 Teams fehlen noch. Ne, noch 1, oder? Naturensohn haben wir Tanner. Ah, Knossi und Sascha. So. Mittlerweile ist echt schon dunkel. Die Matral übel Sodbrennen. Komisch vom Aschewasser. Shelter sieht toll aus von innen. Mach deine Augen zu. Wow, das ist richtig schon ein Häuschen. Fantastisch, sieht aus, ja. Wirklich toll. Wand an beiden Seiten hinten. Morgen machen wir hier noch die Wand zu, dann kommen wir langsam die Maturmaterialien, haben wir schon einen Plan. Großartig. Wir werden uns jetzt richtig schön reinfläzen. Ich find's cool, dass wir wirklich Survival machen. Ja, also es ist wirklich, wir nutzen super wenig aus unserer Flasche. Es ist wirklich Survival. Wir haben noch keinen Kochtopf mehr, wir tun heiße Steine in Müll, den wir am Strand gefunden haben und trinken das dann. Und trinken dann ja. Das dreckige Tümpelsumpfwasser. Ja, dahin. Stimmt. Also um Gottes Willen. Ey, was mit den Jungs am Ende passiert? Oh, yeah, yeah. Das macht keiner. Das macht keiner. Vielleicht. Vielleicht schaffen wir die 14 Tage nicht. Aber was wir hier in der Zeit dann gemacht haben, sind wir beide mega happy. Vielleicht schauen das hier auch einige sagen, oh, die machen das falsch oder hier, da wächst doch Seerucola, wieso essen die den nicht? Keine Ahnung, wahrscheinlich machen wir richtig viel falsch, aber wir geben unser Bestes. Was soll ich denn erwarten? Das sind ja nur ein paar Spaßvögel aus dem Internet, die eigentlich streamen mit Gaming. Da kann man ja nicht so viel erwarten. Und die haben jetzt nicht unendlich viel Vorbereitung. Und jetzt geht Tag 3 zu Ende, morgen schon direkt Tag 4. Ja, es ist okay. Gute Nacht, bis morgen. Ich bin auch müde. Jetzt kommen wir noch zum letzten Team, schauen wir mal, wie es da aussieht. Hallo. Ich schlafe unter einem Shelter, das erste Mal in meinem Leben unter einem richtigen Shelter, guck. Mit Loch aber.
Ja, aber hier, komm wieder, ja. Shelter. Das glaubt uns kein Schwein, Sascha. Scheiße. Ich weiß nicht, was ich zu dem Team sagen soll. Geiler Tag. Und wir haben das Gefühl, morgen klappt es mit dem Fisch. Ich hab's Gefühl. Ja, ich auch. Wir hauen das Ding morgen wieder raus. 40, 50 Meter. Und dann am Nakoje da. Alles klar. Ich glaube, das wird sowas voll in die Hose gehen. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Jetzt erstmal sleepy, sleepy. Sascha hat ein bisschen Angst vor dem Wolf. Ja. Da passiert nichts. Ich lieg da, wo der Wolf als erster hinkommt. Aber passiert nichts. Ja, der Wolf kommt nicht. Der Wolf ist unser Freund. Ja, Der Wolf ist unser Freund. Der Wolf ist wirklich unser Freund. Tiere sind unsere Freunde. Hab das keine Angst vor Tieren. Gell? Wir schlafen da mitten unter Wölfen, vielleicht Bären, Pumas, Kröten, alles da. Ja, das ist halt so eine Natur. Ah, die Kröten sind hier rechts, direkt. Wir liegen da einfach. Wir haben so diese Routine auch schon. Ja. Wir stehen auf, gehen waschen, machen dann immer, was Tagesordnung steht. Ja. Dann gehen wir tagsüber dazu und zum See. Da ist viel ruhiger, zieht nicht so, schönes Wetter. Ich sag dir ehrlich, Fritz, da muss mehr kommen. Da muss mehr kommen, wirklich. Was ist das? Verschrei's nicht. Ja. Sonst kommt der Regen. Es ist noch nicht mal die Hälfte um und der labert schon wieder Knossi. Ey, ich habe immer das Gefühl, Knossi übernimmt sich bei diesen Projekten auch immer zu sehr. Er labert sehr viel, aber ich weiß nicht, ob da viel rauskommt. Regen. Oh, bitte kein Regen. Alles gut. Alles gut, doch nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, tschüss. Ja, Regen sind nämlich Gerstin, sind die Einzigen, die keine Folie haben. Das heißt, sie müssen nassen schlafen. Ich denke, dass wir die vielleicht früher oder später brechen. Ich finde die Timeline so geil geschnitten. Grüße gehen raus an den Cutter. Tag 4, 8.34 Uhr. Wo fangen wir wohl an? Es ist echt geil gemacht, diese ganzen Aufnahmen. Die sind so krass, finde ich persönlich. Oh Mann, ey, ich habe das Video. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber vielleicht hat mit Henno gespielt. Und dann hat er gesagt, da ist, glaube ich, Unleashed of Legends haben die gespielt. Da hat er gesagt, hier bin ich mit Latten Daddy und bleiben wir in einem Teamspeak. Und da haben die jetzt. Ich wusste gar nicht, dass Romatra mal Cutter war. Ey, da ist so viel passiert. Moin, moin. Was geht? Alles klar bei dir. Wie spät? Freunde! Ja, aber eigentlich sind die ja ganz gut drauf, finde ich. Also, ich hätte es ja auch schlimmer treffen können. Sind wir mal ganz ehrlich, es geht schon. Also. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen noch höher fahren. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu niedrig. Machen wir mal Full HD, damit wir auch was sehen. Oh, moin. Was geht ab? Wir haben Tag 4. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen bekommen, aber geht noch. Alles easy. Dominik, was ist der Plan für heute? Boah, ich muss mich erstmal hier rauswühlen aus meinem mega bequemen Nest. Und dann werden wir heute, Freunde, passt auf, weil es uns gestern so viel Bock gemacht hat, nochmal ans Meer gehen. Yeah. Ich weiß auch nicht, die nehmen nie Wasser mit. Ich würde Wasser mitnehmen, wenn ich zum Meer gehe. Ja, die sind 3 Stunden unterwegs. Und hoffen, dass halt irgendwie Fische in unsere Fischfalle reingekommen sind, in unsere Stellnetz. Okay, jetzt möchte ich ganz kurz nochmal, Dominik, von dir, möchte ich nochmal ganz kurz hören, wie hoch schätzt du die Prozentzahl ein, dass wir da was gefangen haben? Ich würde da schon optimistisch mit einer 1% Chance rangehen. Ich dachte schon 10 oder so. Nö, 1. Also oder glaube, 1% ist so wenig. Ich glaube, es ist 10% Chance, dass das Stellnetz überhaupt noch steht. Und in diesen 10% 1%, dass Fische drin sind. Das ist 0,1%. Moin. Moin. Servus. Tag 4, ha? Huh? Okay. Trotz Aufpolsterung des Rücken ab einer gewissen Zeit Thema. Ja. Er muss halt noch mehr drauf, Leute, drauf da. Ist halt kein schönes Bett wie zu Hause, ne? Wie lange das braucht, bis man morgens in die Gänge kommt, ne? Ja, sich aufzuraffen quasi, dass es losgeht. Mhm. Schwierig. Naja, jetzt geht's gleich erstmal wieder runter.
Wasserfiltern, einmal Morgenwäsche und dann tigern wir irgendwie zum See und schauen mal, ob wir was fangen. Ja, ansonsten nachts war nichts los. Ich frage mich auch immer, wie sehr freuen die sich, die Lörres zu sehen. Von jedem gefühlt wahrscheinlich. Mm-mm. Naja, ich habe hier hinten ein bisschen was knacken gehört. Okay. Aber nichts Großes, glaube ich. Okay. Schauen wir mal. Na gut, dann let's go. So, wir haben uns aufgerafft. Treten den Weg nach unten an. Alter. Ist jetzt der vierte Tag. 3 Nächte. Und ja, jetzt merkt man so, dass der Kopf halt einfach, also mir ist so ein bisschen diesig, bei Andi sind so leichte Kopfschmerzen, obwohl wir genug trinken. Aber ja, Nahrungsmangel. Aber das heißt, mein Gott, der, es kann schon sein, dass er jetzt anfängt zu kicken. Ist Mangel, aber wenig Essen macht sich halt bemerkbar, ne? Vor allem was halt so Blutzucker angeht, ich denke mal, das wird gerade so hart kicken, weil Elektrolyte kriegen wir glücklicherweise durch das Salz rein. Aber ja, deshalb jetzt ganz langsam machen. Schritt für Schritt vorsichtig hier nach unten. Dort erstmal wieder Ritual. Zähne putzen, sauber machen. Code absenden, Wasser filtern. Dann werden Code absenden, wenn die nichts gegessen haben. Was wollen die scheißen? Dann wir ganz langsam und gemächlich zum Seetigern. Um dort zu versuchen, wenigstens an ein paar Proteine zu kommen und Fette über Fisch. Ja, schauen wir mal. Wir sind hier gerade richtig festgeeist, ey. Jetzt kommt auch gerade die Sonne raus. Ich glaube, das nehmen wir noch mit. Andi wäscht sich noch sein Gesicht und dann machen wir wirklich vielleicht los. Machen wir möglich vielleicht los. Wir müssen, Alter, wir müssen. Mittags brauchen wir nicht Fische fangen. Wir müssen Vormittag gehen, früh. Ja. Noch schaffen wir es. Wir müssen uns noch aufraffen. Das ist die Schwierigkeit. Aber wir schaffen das, wir schaffen das. Mindset. Was uns gerade aufgefallen ist, es ist jetzt der vierte Tag. Yes. Also, oh Gott, ich kann nicht mehr rechnen, ist doch scheißegal. Lange, also für unsere Verhältnisse lange ohne Essen. Aber Hunger ist nicht so wirklich da. Ganz komisch, warum haben wir keinen Hunger? Ich meine, ich finde es jetzt nicht schlecht, aber kein also Hunger. Also war auch nie jetzt irgendwie in der ganzen... Klar, vielleicht so ein bisschen am Anfang, aber danach lässt es doch alles nach. Die ganze Zeit, wo man irgendwie so ein Magengrummeln hatte oder so dieses Hungergefühl, was man von zu Hause kennt, war ja gar nicht. Kann aber sein, weil das Gehirn dann ein bisschen mitspielt, weil man es ja ablenkt nonstop. Ich verstehe, das verstehe ich nicht. Ja. Ich war immer noch nicht kacken, Leute. Schreibt es in die Kommentare. Das verstehe ich auch nicht. Ist das normal? Wie gesagt, ja, ich habe richtig... Schreibt es in die Kommentare, Leute. Krass gefrühstückt, bevor wir ausgesetzt worden sind. Hm. Haben alle gemacht so. Warum muss ich das nicht auskacken? Tja, weil dein Körper sagt, alles drinne halten, alles drinne halten. Also weil nichts nachkommt vielleicht, das ist ja verrückt. Ja. Und was ich auch nicht, also was ich auch vom Kopf her nicht verstehe, also ich weiß von meinem Kopf her, ja, ich brauche was zu essen, ja, damit ich wieder Energie habe. Genau. Aber ich habe überhaupt gar keinen Bock, was zu essen gerade. Also mich darum zu kümmern, da jetzt irgendwie ewig durch den Wald zu laufen, so, eine Angel bauen, Angel auswerfen, viel. Und trotzdem werden sie es gleich machen. Leichten Fisch fangen, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ganzen Weg zurück, dann ganz Feuer Weg machen. Ja, da würde ich lieber sitzen bleiben und es nicht tun. Also mich motiviert jetzt schon, einen Fisch zu fangen so. Ja. Aber wir sind, ja. Das ist ja auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also die ganze Aktion, selbst wenn wir 2 Fische fangen, ja, die ganze Aktion ist halt plus minus null. Wenn das es ist richtig, stell dir vor. Aber Content! Fisch, Alter, den wir haben Salz mit, Leute. Ja. Das Beste ist mit, dass ich hier so ein Kokstäschchen habe. Ja, das ist halt das Geilste. Ja, und das ist, kommt ja bei mir noch oben drauf. Ich esse nicht gerne Fisch, deshalb motiviert mich das halt auch noch mal weniger. Ja. Also, wenn der jetzt irgendwie kein... Ja, aber trotzdem. Einfach nur für den Content. Keine Ahnung. So eine Ente im Raum stehen würde oder sowas. Ey, Gerrit, vielleicht fangen wir auch eine Ente. Vielleicht fangen wir auch eine Ente. Wir würden ja auch auf die Jagd gehen, aber dieser Wald ist einfach komplett tot. Uns glaubt das keiner, das haben wir schon 4-mal gesagt. Hier ist nichts. Schnecken kannst du essen, aber das will ich nicht essen. Ja. Aber das haben wir auch, glaube ich, schon mal gesagt. Ja. Alter, haben die das nicht probiert früher mal? Ich hätte das ja probiert, Schnecken. Als erstes Mal zu Hause in Deutschland. Kann ich das essen? Wie muss ich zubereiten? Sonst ist hier ist nichts. Der Wald ist tot, Mann. Ja. Und deswegen glaube ich auch zu 95%, dass der See auch tot ist. Ja. Da ist kein Blubber, kein...
kein, da springt keiner, da blubbert nichts, das ist nix. Ja, oh mein Gott, ausprobieren geht über studieren. Probieren es trotzdem, weil es einfach unsere Chance ist, aber war ja nicht. Schauen wir mal. Aber wir greifen jetzt an. Ja, na du wäsch dich jetzt erstmal. Und dann greifen wir an. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallöchen, hallöchen. Boah, Knotz sieht ja richtig fertig aus. Hallöchen, Puppöchen. jetzt muss ich betreten. Jeden Morgen, wir zwingen uns zum Trinken. Boah, ich habe Nierenschmerzen, wirklich, weil ich merke es im unteren Rücken, das sind Nierenschmerzen, weil ich zu wenig sauf. Ja. Jetzt zwingen wir uns einfach. Jeder die halbe, ja. Weg damit. Boah. 2 bis 3 Liter sollten die schon trinken, auf jeden Fall so eine Aktion. Müssen uns echt zwingen. Was sonst unsere Mädels mit uns machen, machen wir jetzt gegenseitig. Weg den halben Liter, jeden Morgen. Und dann direkt wieder Biko pur rein. Und wieder. Habibi. Ich hab die halbe runter. Ach, oh, stark. Das kann ja nicht so schlimm sein. Ich würde sagen, muss drin bleiben. Wir bleiben drin. Raus in die Bücher. Wir bleiben auch drin. Trink. Na, da kann beginnen. In diesem Sinne, Prost. Wirklich krass. Gell? Guck dir das mal an. Den Baum, das ist der Baum, den wir gestern abgesägt haben. Ist hier runtergefallen. Und diese ganzen Algen waren gestern nicht da. Da stand die Flut halt wieder ein bisschen höher. Auf entspannt. Das heißt, das Wasser kommt ziemlich weit. Naja, dann ist so, Sascha, oder? Naja, aber die liegen halt schon weit genug oben. Das ist jetzt, glaube ich, nicht das Problem. Dann schwimmen wir. Dann schwimmen wir. Weißt du, was ich aber schön finde? Das Meer ist so ruhig, wie es noch nie war. Es ist, wir gehen gleich fischen. Wir waschen uns und dann probieren wir es. Guck mal, wie ruhig das Wasser ist. Wir können vom Strand aus werfen. Ein paar Möwen sind hinten. Wir versuchen es einfach mal nochmal mit unserem Köderfisch. Probieren wir es heute. Ich werde nochmal das Netz ausbauen. Die sind doch eh zu zweit, mein Gott. Ey, das wäre das Krasseste, wenn wir einen Lachs daraus ziehen. Oder einen anderen Raubfisch. Oder es ist doch scheißegal, Hauptsache es ist ein Fisch, aber ihr habt ja nicht mal einen Köder daraus. Irgendwas, irgendein Fisch. Das wäre das Allerkrasseste. Beim letzten Video sah es aus, als hätten die keinen Köder dran gehabt. Und dann direkt, stell dir vor, wir haben den Fisch, Sascha, direkt den Grill an. Oh. Jodi, 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 yeah. Jodi, 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 yeah. Jodi, 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 yeah. Ja, also der Geisteszustand verschlechtert sich je nach Tag. Wie Aua, mitten in der Nacht. Sexy, alles doch. Hält ihr da gerade ein GPS-Gerät drin im Mund? Alles Loch. 40 Grad am Dancefloor. Hula Falu, sagst du in mein Ohr. Was ist denn Hula Falu? Gottes Willen, bitte habt das nicht komplett reingeschnitten. Du, was kehrt denn dort dazu? Was ist die Zahnbürste? Und jetzt machen wir es. Jetzt nageln wir unsere Freundinnen an die Wand. Ja, ja, oder nicht? Das stimmt doch. Das sind sie. Das machen wir jetzt. Oh, ja, jetzt. Du, das stand da jeden Tag und es muss jetzt befestigt werden. Ihr Süßen zu Hause, wir vermissen euch. Wir denken an euch und wir reden auch über euch. Macht euch keine Gedanken. Wir schnackseln über euch. Danke. Gerade eben haben wir gefragt, meinst du, die machen sich Sorgen um uns? Da frage ich mich, denn die sitzen nicht sogar zusammen vielleicht daheim? Wenn ihr euch Sorgen macht, könnt ihr, ist unbegründet. Macht euch um uns keine Sorgen. Schau, wie schön. Das weißt du, dass auch unser Glück ist? Ja, ihr braucht euch gar keine Sorgen machen. Uns geht's gut hier. Schaut euch das an. Jetzt ist schon ein geiles Gefühl. Da hängen die jetzt fest. Da ist super. Ja. Richtig perfekt drin. Ja. Immer bei uns.
Das ist ein Outdoor-Urlaub, den wir niemals vergessen werden. Outdoor-Urlaub, den wir niemals vergessen werden. Das ist das Stichwort für mich. Ja. Und man muss auch sagen, zu zweit ist ein ganz anderes Ding als alleine. Ja. Alleine wäre es hier wirklich hart. Aber alleine wäre es hart. Denk mal halt so, ist es bei allen so? Weil wir verstehen uns halt so gut. Vielleicht ist es für andere ist halt härter oder auch. Ja. Oder hart einfach. Leute, das unterstütze ich übrigens auch. Fang nicht an zu rauchen. Ich habe mal gewebt eine Zeit lang, es ist nicht gesund und es ist auch nicht langlebig. Auch wenn man sie vielleicht immer streitet oder Meinungsverschieden hat die ganze Zeit, kann auch anstrengend sein. Das kann anstrengend sein, aber wir hatten noch gar nichts. Wenn Streit kommt, halte ich drauf. Ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube aber Sascha ist auch so ein bisschen, ja okay. Knossi ist so der starke Part und Sascha, ja okay. Wir halten drauf, wir zeigen alles authentisch, aber bis jetzt war halt noch nicht. Wir zeigen alles authentisch, ich möchte anmerken, am Ende entscheidet die Regie. Cutten wir das rein oder nicht? Regst mich langsam auf. Ja, du mir. Nee, wirklich. Ich tu nur so. Stell dir vor. Aber das schaffst nicht. Die ganze Zeit was vorzugaukeln. Nein, es ist einfach wirklich schön. Es ist so schön, es ist so toll. Ich bin der Anton aus Tirol. Leute, wartet mal ganz kurz. Ich will mal kurz was nachgucken. Wir brauchen ein paar Minuten. Dabei ist, wenn ihnen nicht geliefert werden kann, weg. Oh, da hört man wieder was. Das ist mein Tablet. Ich muss mal kurz das nachschauen, Leute. Aber wir können eigentlich schon weiterschauen. Jetzt sind wir bei den beiden Damen. Mal gucken, was bei denen abgeht. Guten Morgen. Es ist mein Lacher. Es ist Tag 4. Tag 4. Wisst ihr, was das bedeutet? Es wurde immer gesagt, die Frauen gehen raus an Tag 3 heult. Junge, wir haben es bis Tag 4 geschafft. Ey, wer hat das gesagt? Ey, das ist doch jetzt nicht den ihr Ernst. Dass die gesagt bekommen haben, an Tag 4 gehen die raus heulen. Das hat doch nicht wirklich jemand gesagt. Nicht wirklich. Komm, wir könnten uns mal. Ja. Weiter geht's. Ein Tag schaffen wir noch. Also ich fühle mich auch einfach viel zu gut. Ja, ich muss sagen, ich fühle mich auch literally noch wie an Tag 1. Ich bin gespannt, wie lange das anhält. So, jetzt geht das Hype von morgen weiter. Und zwar haben wir hier einen See neben dem Meer entdeckt und denken uns gerade einfach so, hey, da sind doch safe größere Krebse drin als auch kleine. Ich würde da nicht reingehen. Also. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Fische, die man einfach so essen kann. Und ja, das wimmelt schon. Das ist es. Ja, ja, ja. Oh, ja. Geil, geil, geil. Alles hier ist alles voll. Ich sehe gar nichts. Ja, ich hole das Netz raus. Zwar Minifische, aber Alter. Ja, egal, die essen wir einfach so komplett im Ganzen. Die essen wir komplett im Ganzen. Da sind Gräten drin, meine Liebe. Das wird nicht funktionieren. Jetzt probieren wir es mal mit dem Stellnetz hier. Ich habe nur die Befürchten, dass die kleinen Fische hier durchkommen. Aber probieren wir das Ganze mal aus. Ey, ist das geil. Nahrung, Hanna. Sonst kann keiner was. Ich habe jetzt einfach hier jeglichen kleinen Scheiß. So Mini-Krebse waren da noch drin und so kleine spinnenartige Viecher. Habe ich jetzt alles mit reingepackt und vielleicht bleiben da ja die kleinen Fische mit drin hängen. Und die größten kleinen Fische habe ich eben hier gesehen. Alles klar, jetzt bin ich echt gespannt, ob die wirklich einen Fisch daraus ziehen kann. Das heißt, ich werde das einfach da so irgendwie mit reinlegen. Und who knows what's happening? Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht aber auch Pech. Wo ist der zweite Handschuh hin? So, scheiß Stellnetz. Funktioniert gar nicht. Hanna und ich, oder wobei, wir haben es jetzt einfach ausgelegt. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Wir müssen es nochmal rausziehen. Hanna und ich greifen jetzt einfach die Fische und packen die nach und nach in die Bottle rein. So. Ist jetzt schon der zweite, den wir hier haben. Na, komm. Komm. Also die haben auf jeden Fall wirklich Fisch. Aber krass, die können die mit den Händen fangen. Geil. Haben wir schon zwei da unten.
Wir ziehen jetzt hier die ganze Zeit richtig schnell die Dinger raus und gucken, ob denn da noch was dran am Zappeln ist. Ja, das ist halt. Ja. Das reißt gleich. Das ist schon zu tief, wir kommen nicht mehr rein. Ja. Ja, okay. Ja, aber war okay ausbeutet. Wir haben 3 Fische innerhalb von 3 Minuten gefangen. Morgen früher los und dann den ganzen Bums machen, dann haben wir eine Buddel voll. Das war gutes Learning heute. Mhm. Und jetzt ist sowieso ganz gut, sich langsam ranzutasten. Die Einheimischen meinten zu mir, alles, was im Wasser schwimmt, kann man so bedenklich essen. Bei einem Grünen denke ich mir, was ist das? Aber essbar ist. Das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte erst, das wäre ein Blatt, aber okay, jetzt ist ein Fisch. Essbar, wenn die das sagen. Oder eine Moräne. Keine Ahnung, sieht für mich aus wie ein Fischkopf, dann ist auch essbar. Langsam rantasten. Von dem Grünen vielleicht essen wir nur ein Stückchen. Ach nee, ich esse den einfach ganz. Findest du eklig? Ja. Ach stimmt. Alle 3 Sachen finde ich eklig. Echt? Und sehen für mich nicht nach Fisch aus. Geil, Freunde, ich bin gerade dabei, hier Feuerholz zu suchen und dabei habe ich eine Schnecke entdeckt. Und die Schnecken, die kannst du auf jeden Fall auch essen. Aber sag mir nicht, dass die das machen. Ey, bitte nicht. Ah, gut abkochen. Und dann ran da. Geil, heute ist ein guter Tag. Mal gucken, was die Jungs so treiben. Einen wunderschönen guten Morgen. Tag 4 beginnt. Bei denen ist auch immer neblig, weil die so nah an der Küste sind. Wieder unglaublich neblig. Alles feucht, aber nicht so feucht wie letzte Nacht. Das ist gut. Wir sind ziemlich dehydriert beide. Deswegen die müssen sich echt zwingen, mehr Wasser zu trinken. Trinken wir jetzt gleich unser gestern mit Steinen abgekochtes Asche. Das geile Wasser von gestern, ja. Braunes Sumpfwasser. Und machen uns dann noch ein Wasser mit der Reinigungstablette. Plan für heute ist, gucken, ob wir es alles schaffen, noch ein paar Stöcker ranzuholen. Ähnlich wie die. Und die hier hinzupacken. Und dann da hinten diese Blätter. Diese Mangrovenbüschelblätter. Ey, er fängt immer wieder damit an. Drüber zu legen. Falls es der Nacht regnet, dass es hier nicht direkt reinregnet, sondern erstmal drauf. Ist natürlich nicht hundertprozentig regenfest, aber wehrt schon viel Regen ab. Ansonsten in der Nacht haben wir uns richtig cool gefühlt hier mit der neuen Wand und mit den neuen Wänden an der Seite. Ist das eigentlich zum Heizen, das ist ein Rohr? Das war richtig geil. Also der Shelter, da sind wir sehr zufrieden mit. Bis auf. Ich würde das Rohr halt echt so umbauen, dass man damit Wärme erzeugen kann oder so. Ein bisschen sehr wenig reisig oder das Reisig, was wir hatten, war glaube ich platt gedrückt bei mir im Hüftbereich. Also ein bisschen wenig geschlafen, aber sonst geht's sehr gut. Ich hab's gerade Code Green gesendet, damit die wissen, wir leben noch. Du musst meinen Garmin noch holen. Ja, Max hat seinen Garmin neben meinen Kopf gelegt und als ich aufgewacht bin und mich einmal bewegt, habe ich seinen Garmin runtergeworfen. Jetzt ist meine Schuld. Ja. War schon auf Schulterhöhe. Die Wildnis kann herausfordern. Deswegen besorgt euch die Produkte von der Koro Drogerie mit dem Code 7VSWILD gibt's 5%. Nein, aber mit den richtigen Snacks wird sie zum Abenteuer. Was haben wir denn hier? Linsenchips and Nut Butter Cups. Hunger der Wildnis? Nicht mit Koro. Und das Beste, exklusiv für euch, gibt es 5% Rabatt auf alles mit dem Code 7VSWILD. Die nehme ich nur mit, jetzt aber auf ins Abenteuer. Ananasriegel, ey. Vergesst eure Snacks nicht. Koro Drogerie 7VSWILD kriegt ihr 5% Rabatt. So, also heute sind wir doch schon mehr im Arsch. Da ist einmal ein Weg hier den Sand hoch. Setzt einen schon gut zu. Zeit für ein bisschen Maggi. Ist das ein beschissenes Frühstück? Wow! Ja, das ist so kacke, das macht schon fast wieder Spaß. Das ist so kacke, das macht schon fast wieder Spaß. Oh, um Gottes Willen, Max. Nicht? So einen Kack machen wir doch noch nie wieder. Das stimmt. Habe ich mal aus der Sache gelernt. Schon eine geile Erfahrung. Ich habe mal eine Umfrage gemacht. Wie viele Leute selber so Bock hätten, wenn Fritz einladen würde zu 7VSWILD. Da meinten irgendwie 32%,
dass die zusagen würden und dass sich darauf freuen würden. Das ist eine extrem geile Erfahrung. Nur 32% oder was? Nur 32%, das ist schon verdammt viel, Leute. Vor allem, ich weiß nicht, wie viele davon unter 18 sind. Man muss ja mindestens über 18 sein für das Projekt. Dann wird die Zahl noch niedriger, weil andere Menschen, ey, du weißt, was du verloren hast in der Natur, wenn du mal draußen bist. Schon viel. Viele meinten auch, Digga, ich bleib lieber zu Hause auf dem Sofa und guck mir das an. Das finden sie ganz toll. Aber wenn man das einmal gemacht hat... Wenn man einmal dabei war, dann hat man alles gesehen laut Trimax. Ich kann mir nicht vorstellen, das nochmal zu machen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass du das nochmal machst. Also ist extrem geil. Also 7 Tage, sagen wir mal ehrlich. Wie meine? 7 Tage ist aushalten, nichts essen. Also 7 Tage ist, ich meine, wir sind jetzt an Tag 4. Weißt du? Mhm. Weil wir jetzt einen geilen Shelter. Bauen uns einen geilen Shelter, wir chillen uns dahin. Das ist alles entspannt. War ja auch in der ersten Staffel, haben viele einfach gepennt. Man war fertig. Ja. Wenn man so wenig isst, kann man auch viel schlafen. Und die Zeit kriegt man rum. Ich meine, wir haben noch so viel zu tun. Wir haben noch 10 To-Dos. Wir wollen noch so viel. 10 To-Dos. Ich stelle mir gerade vor, wie Max seine To-Do-Liste da hat. Das muss noch getan werden. Wir machen hier, alleine um es mal auszuprobieren, eine Falle bauen mit einer Wasserflasche ins Ebbebecken, mit Speerfischen probieren, Fischen in der hohen See, mit... Wann wollen die denn das alles machen? Krebsfleisch für Fische, ein Schachbrett schnitzen und Schachfiguren. Ich fange an, mittendrin Schach zu spielen oder was? Wir wollen eine fette Wanderung machen. Wir wollen auch das ganze Ding mit Naturmaterial zuklatschen. Wir wollen uns ein Feuerholzunterstand bauen. Wir wollen Kelb rösten. Ich möchte noch diese kleinen Springgarnelen da probieren, ob das geht. Also wir haben unglaublich viel vor. Das würden wir in 7 Tagen gar nicht schaffen. Ja, aber 7 Tage ist halt auch nichts. Aber 14 ist eine Wucht. Das ist krass. Gerade auch 14... Das soll nicht wieder Ausrede klingen, also das ist ja wie es ist. Ja, wir können ja nach 7 Tagen abbrechen, niemand verurteilt euch dafür. Wir haben keinen Kochtopf und keinen Wasserfilter und keinen Süßwassersee mit Fischen. Also das ist schon hardcore. Aber ich find's auch geil, muss ich sagen. Ich hätte mir niemals unseren Spot so vorgestellt. Ey, ich habe mir alle Survival Guides aus Kanada, British Columbia, Vancouver Island. Ich habe mir alles reingezogen. Ne? Ja, aber da wurde ja noch nie gefilmt, seit 30 Jahren nicht mehr. Ne? Auf YouTube, was es gibt. Da gibt es gar nicht so viel. Da gab es, glaube ich, 3 englische. Der eine hat eine riesige Serie. Und dann gab es noch 2 spanisch sprechende Leute. Selbst das habe ich mir reingezogen. Geht ja nicht so da um die Sprache, sondern einfach um das, was die da machen. Ja, aber du bist halt in einem Naturschutzgebiet, soweit ich verstanden habe. Also, da filmt niemand standardmäßig. Also, da kommt auch keiner drauf. Das ist einheimisches Gebiet, das ist naturgeschützt, das ist geschützt. Da kannst du nicht einfach so betreten eigentlich als normaler Mensch. Hm. So viel gibt es nicht. Und keiner von denen war in einem fucking Mangrovensumpf. Es gibt kein YouTube-Video, wie jemand mal irgendwie 3 oder 7 Tage Survival auf Vancouver, in der Nähe Vancouver Island. Ja, Vancouver ist ein Schutzgebiet, natürlich kann da keiner ein Video machen. In einem Mangrovensumpf macht, gibt's nicht. So, die Sonne kommt raus, ist nicht mehr ganz so neblig. Ich glaube, ich wasche jetzt diesen Behälter aus einmal. Dann werde ich so viele Bären sammeln, wie es geht, Alter. Dann werde ich sie mir alle einverleiben. Ich finde es geil, wie jetzt auf einmal die Musik da drunter kommt. Düm, düm. Das Problem ist, dass an einem so einem Strauch immer nur so 2, 3 frische Bären hängen. Das nervt natürlich. Aber auch in der Geschwindigkeit. Hilft das? Wie sind die? Willst du probieren, Max? Nein, noch nicht. Max probiert nichts. Max wird davon nichts essen. Ich sehe das jetzt schon kommen. Das ist Gemüse, also Obst. Palmen zerquetscht. Mag ich dann auch nicht. Ich darf nicht, wieso manche den Kreuzschnitt so weit offen haben und manche nicht. Reifer. Ja. Wie schmecken die denn? Sag mal. Blaubeeren, dachte ich, haben die gesagt. Ich finde die Unreifen leckerer, die ein bisschen rot sind noch. Weil die ein bisschen saurer sind. Aber sonst insgesamt? Du, kann man essen. Wenn die
Gute Laune Bären, welche sind welche von 1 bis 10? Boah, Gute Laune Bären sind eine 8. Eine 8 von 10 und die? Eine 5. Eine 5 von 10. Mhm. Naja. Ich dachte ganz ehrlich, Max ist der Erste, der probieren würde. Gerd und Andi sind schon beim Fischen. Bei denen ist es auch nicht so neblig wie bei Max, ne? Also ich nehme mal an, Max und Romatra sind in Richtung Meerseite. Gut, wir sind beim See angekommen. Ein Gewaltmarsch. Es ist so lang der Weg. Wahrscheinlich Luftlinie, überhaupt nicht viel, aber dadurch, dass du halt durch diesen dichten Wald starksten musst, ja. Unfassbar. Das heißt, wir bauen uns jetzt eine Stipproute. Genau, haben schon ein Ästchen dafür oder ein Bäumchen dafür. Und probieren wir unser Glück hier. Das ist die Säge. Auf geht's. Rein in die Bücher, Leute. Jetzt erstmal entasten. Ich denke, der ist ganz okay. Ein bisschen länger wäre geil, aber alles, was hier länger ist, ist dicker und das ist scheiße. Dann kannst du die Route nicht mehr richtig halten und so, das bringt dann auch nichts. Wir müssen halt nehmen, was wir haben und das haben wir jetzt. Aber wir dürfen da wohl, wie es aussieht, auch lebendes Holz fällen, zum Teil. Jetzt machen wir vorne so eine Nut rein, wo dann die Angelsehne reingelegt wird. Und dann können wir schon den Köder dran basteln. So, hier ist unser Angelzeug. Wir nutzen diesen kleinen Haken hier. Und diesen Wobbler. Wo ist er? Da. Den Wobbler benutzen wir, den kleinsten, den wir haben. Es ist sehr trüb hier im See. Ich hoffe, die sehen das. Aber wird schon. Der hat auch so ein Glitzerzeugs dran. Ja, und damit probieren. Ich bin echt gespannt, ob die damit einen Fisch fangen können. Was? Erstmal. Gerrit hat jetzt schon Schnur abgeschnitten. Wie viele Meter hast du? Ungefähr die Angellänge, bisschen weniger vielleicht, aber wir müssen auch noch knoten. Ja, sagen wir so ungefähr 3 Meter circa. Ja, wir probieren es jetzt einfach mal. Ja. Ja. Ein Knüppel haben wir uns auch schon vorbereitet, das ist einfach unsere Säge. Ja. Damit kann man knüppeln. Wenn das hier nicht funktioniert, probieren wir auch nochmal Kunstfliege vielleicht. Vielleicht kommt da was. Auch nicht schlecht, ja. Ich glaube, die haben sogar das größte Angel-Etappiat, also die haben das meiste Zeug fürs Angeln dabei. Ja. Wir probieren jetzt hier einfach mal ein paar Stündchen. Genau. So. Ich würde mir da auch irgendwie so ein Bett bauen. Der andere würde, ich würde das so machen, ich würde mir da eine Angelposition bauen und dann ein Bett, dass da immer einer liegen kann. Ist zu lang, ne? Ist ein bisschen doll lang, ne? Ich kann es trotzdem probieren. Aber das ist lächerlich. Vielleicht auch nicht, ne? Vielleicht auch nicht. Na, schauen wir mal. Aber wieso wieder kein Schwimmer? Also, ich kenn's nur mit Schwimmer. Na, wir machen jetzt mal einen Zeitraffer an und angeln hier jetzt ein Weilchen und dann holen wir euch ab, wenn wir was gefangen haben. Aha. Die haben auch eine komische Angeltechnik, finde ich. So. Ja, die Stippangel da ist zu kurz. Zu kurz oder zu lang? Keine Ahnung. Das ist nichts. Wir kommen ja gefühlt nur 2 Meter. Das ist völlig sinnlos. Jetzt hier was gebaut. Viel weiter kommen wir damit auch nicht, aber schauen wir mal. Spindel geschnitzt quasi. Das wird jetzt durch die Gewichte. Hat man schön einen Wurfarm, sage ich mal. Und der wird jetzt raus hier fächert. Wahrscheinlich hätte man das auch anders bauen müssen, merke ich gerade. Ach so, dass es nicht da dran ist, ne? Zwischenknoten? Ja. Stimmt, können wir ja gleich nochmal machen, aber jetzt zeigen wir euch erstmal, wie doll das ins Wasser schwingt. Wir sind ja auch keine Profis, ne? Kommen wir schon mal weiter. Ah, ist schon mal 3 Meter weiter. Aha, jetzt mal höre bei dem Team, mal gucken, was die so treiben. So, wir brauchen mehr Tannen. Wir brauchen mehr Tannen. Material, dass wir halt den Dach gut decken können. Und hier vorne, damit alles unter Dach und Fach ist, haben wir einige kleine Tannen und die holen wir uns. Wir brauchen insgesamt jetzt mindestens 10 Stück noch, 10 kleinen, dass wir den Dach zudecken können und dann das ganze Grünzeug noch oben drauf. Heute fängt der 4. Tag an und
Ja. Mir geht's blenden. Und wie heißt nochmal unser Jan, mein Teampartner? Ihm geht's auch gut. Er hat gestern gesagt, er hat sehr viel Hunger. Ich habe ihm gesagt, ab dem vierten Tag, also morgen, geht's uns beide besser. Aber der Jan, er macht das. Er macht das gut. Er macht das gut. Er macht das gut. Guter Teampartner. Bis jetzt. Und er bleibt auch. Ich ziehe mir so eine, meine Regenjacke an, weil die ganze Äste und der ganze Dreck, der geht in den Haaren, über das Körper. Ich muss sagen, es gibt Teams, die waschen sich ganz schön viel, und es gibt Teams, die waschen sich so gut wie gar nicht. Und die beiden zählen auch irgendwie dazu. Also es wird nie was gezeigt von dieser Waschroutine oder erzählt. Regen. Die Bäume da vorne. Die drei Stück. Die brauchen. Ist das nicht vier sogar? Wir. Daneben ist noch ein, die kleinen. So kleine, Bäume. Die sind perfekt. Wir brauchen, wie gesagt, nur 10, 12 Stück. Und dann haben wir auch genug Grünmaterial, dass wir halt den Dach auch heute zubekommen. Dass wir. Aber die haben doch auch eine Folie dabei. Einen Schalter haben, ein Überdach, eine Hütte, eine Villa. Natürlich. Oh fuck. Scheiße. Das Blatt ist kaputt. Scheißdreck. Scheißdreck. War die aus dem Baumarkt, die ist jetzt abgebrochen, mein Gott. Das Blatt ist kaputt. Oh mein Gott. Ich würde wohl einschnitzen und das da reinklöppen irgendwie. Das ist eine Scheiße. Das ist eine Scheiße. Das Blatt ist kaputt. Nicht gut. Aber wir haben die Hütte so 80% fertig. Das kriegen wir noch hin. Aber das ist eine Katastrophe. Jan? Ich höre einfach nur Jan atmen. Jetzt hätte er irgendwie einen Dauerauslauf gemacht oder so. Egal, kein Untergang. Jetzt haben wir es einfach schwerer. Aber kein Problem. Wir kriegen das hin. Aber können wir das nicht irgendwie reparieren? Okay, Sascha und Knossi gehen ja auch angeln. Mal gucken. Ob die vielleicht was fangen, wäre ja auch spannend. Wir zeigen euch Survival, wie es der Otto-Normalverbraucher, wie wir beide, macht. Survival, nach einem Flugzeugabsturz, nach einem Kentern eines Bootes, runterschwimmen zum Strand and survive. Mit Kräuterbrühe, mit Kraftbrühe. Und? Tabak. Bisschen Tabak. Und ein bisschen. Ja, das ist so der Standard. Wir sägen. Wir sägen den ganzen Nachmittag schon. Ja. Ja, ein Baum, Doppelbaum. Der Baum ist doppelt. Der Baum kommt aus der Erde und geht einmal links und einmal rechts. Der Baum hat die gleiche Stärke. Der Baum ist gut. Wie oft würden wir noch Baum sagen? Wenn wir jetzt bei jedem Baum einen Shot trinken, vielleicht soll ich das mal machen. Leute, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, ich krieg's noch morgen oder übermorgen raus. Was wir machen sollen, bei welchem Wort ich immer einen Shot trinken soll, Leute. Twitch, das machen wir natürlich nicht. Aber der Baum ist oben auch, unterstützt sich gegenseitig. Ist oben zusammengewachsen. Doppelbaum. Okay, let's go. Du willst zu dir ziehen. Und los. Pass auf, pass auf!
Ich fallen halt nur Bäume, aber ich mag mich für was. Also ganz ehrlich, ich frage mich, für was die graben, die Bäume mit Fällen, weil viel davon haben können die ja nicht. Aber das mit dem Schott trinken finde ich eigentlich eine gute Idee. Muss ich mal fragen. Ja. Boah, Doppelbaum war lebensgefährlich. Warte mal, den Ast noch weg. Picobello. Aber ich will gleich an der Säge riechen. Ja? Alles klar, Knossi ist jetzt geil aufs Geruch nach dem Sägen. Ach, Liebe, der Säge zu riechen. Und das ist so Baumarkt-Feeling. Herr Ubi, ich liebe das an der Säge schnuppern. Okay. Achtung, Wendekreis. Oh, guck mal. Wie viele Bäume wir gefällt haben, ist krass. Okay. Ich finde es halt krass, dass wir noch nicht so weit gekommen sind. Die haben es gerade mal so weit geschafft. Super. Perfekt, passt der? Hey Sascha, heute schlafen wir unter zu dem Dach. Unter ganz zu dem Dach. Ja. War nicht dicht im Dach. Nicht zu dem Dach. Also natürlich die Lücken, das muss alles noch gestopft werden. Hinten fehlen noch ein paar kleine Stöcke, aber das ist der Wachturm. Der Wachturm erwacht zu leben. Sieht richtig, richtig gut aus, gell? Step for step. Step for the step. Das ist sowas Schönes. Ja, und ich sag's euch jetzt, no joke. Ich glaube, das machen die anderen auch, gell? Wir riechen dann immer an der Säge. Riech? Wie in der Heimat. Ey, wie gut riecht die Säge, gell? Dieses Baumhaus und das nimmt sich wahrscheinlich zum Teil auf, deswegen. Also, ich verstehe jetzt nicht ganz so den Punkt. Ach. Leute, wollt ihr mal was lustiges sehen? Schau mal, Leute. Der Fall ist weg! Boah. Boah. Das ist echt der beste Geruch. Das riecht halt nach frischem Holz. Das ist das, was ich brauche. Da leckt auch noch die Kette, aber. Boah. So, ich werde jetzt eben einmal auf Feuerholzsuche. Hab hier ja nach Zwillenmaterial gesucht, aber es ist alles morsch, weißt du, ich guck schon nach oben, welchen... Naja, der wird ja auch nicht gepflegt bei denen, dieser, also da wo sie sind, wird ja nicht viel gepflegt. Es ist ja keine Waldpflege, gibt es dort so wie bei uns in den deutschen Wäldern, sondern es wird einfach so gelassen. Baum kann man fällen, auch die sind einfach morsch, kannst gefühlt gegen jeden Baum hier treten und die Dinger fallen einfach um. Deswegen auch hier, das Leben ist riskant, es sind ja alles umgefallene Bäume, auch gestern Nacht die ganze Zeit knackt das im Wald. Wir denken uns einfach nur, jo, kommen wir hier lebend wieder raus. Und das ist im Wald halt dann noch eine größere Problematik, Scheiße. Wenn wir uns in den Wald legen. Hier haben wir zumindest diesen großen Stamm, der uns ein bisschen schützt, wenn es runterknallt. So, Freunde, ich mache jetzt den natürlichen Frauenprozess. Ich habe noch immer meine Tage und zwar so stark wie wirklich seit Monaten nicht mehr. Es ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir sehr, sehr häufig gestellt habe. Mit den Tagen, da sind Frauen ja benachteiligt im Vergleich zu den Männern in diesem Format. Wie sehr ist es bei denen, was kann man dagegen tun? Vor allem, das sind ja beides Leute, die aus der Natur kommen, die wissen das bestimmt. Deswegen, jetzt würde es mich mal interessieren. Unfassbar, ich würde halt denken, dass der eigene Körper auch mal realisiert, ey, du bist in der Natur, so jetzt fahr mal einen Gang runter, jetzt muss das nicht sein, aber meiner full send rein, das ist unfassbar. Also ich habe wirklich pro Tag 4 Tampons, wo ich normalerweise einen benutze. Achso, die haben Tampons wahrscheinlich in den Notfallkasten mitgegeben bekommen. Wahrscheinlich dürfen die sich sogar selbst aussuchen. Jetzt egal, ob irgendwelche Leute sagen, es ist eklig, dass du darüber redest, das ist krank. Du hast die ganze Zeit Schwindel, ich brauche Eisen. Oh, aber irgendwie ist meine Laune trotzdem relativ weit oben. Dennoch, wenn das 14 Tage so lang geht, boah. Also wenn es 14 Tage die Tage hat, dann ist es auch problematisch insgesamt. Ich weiß, es ist jetzt was die Leute super widerlich finden, aber einfach in der Natur als Frau so ein wichtiger Faktor ist, über den nie gesprochen wird. Jetzt bin ich gespannt, was sie sagt. Oh Mann. Und ich finde das voll unangenehm, aber es ist auch voll wichtig, darüber zu reden, weil das nimmt wirklich teilweise den Tag ein. So. Und
dann ist auch die Frage, wie vollgesogen ist der scheiß Tampon oder nicht? Kriegst du den mit dem Feuerzeug an oder musst du wieder Feuer machen, nur um den Tampon zu verbrennen? Dein Blut kann eben auch Beeren etc. anziehen und das ist natürlich super ungeil, wenn du jetzt hier bist und... Ah, clever. Klar, wenn sie in die Schulen kommen, können trotzdem Tier kommen. Einfach die Bären vorbeikommen und dementsprechend immer verbrennen. Und die aber auch so Bio-Dinger, also was auch wirklich sich abfackeln lässt, theoretisch. Ich habe die Einheimischen vorher nochmal gefragt und die Frauen gehen hier während der Zeit ihrer Tage teilweise nicht mehr in den Wald, um sich selbst zu schützen. Andere sagen, ach, gar kein Problem. Da ist jeder anders, aber kein Risiko eingehen. Das ist mein Motto. So, ich habe jetzt die Fische hier umgedingst in den kleinen, in das kleine Rohr und werde jetzt die Fische nach und nach töten, einfach den Kopf ab und den Teil werden wir jetzt braten. Ja. So. Braten? Hallo Lars, schön, dass du auch vorbeischaust. Die braten den Fisch. Ich hätte jetzt trotzdem was anderes gesagt. Aber Lars, du bist spät dran. Ich höre mich gleich auf, wenn die 10 Minuten rum sind im Video. So, jetzt den kleinen Fisch. Mit dem Multitool halten die den da drüber. Ah ja. Fische hier auf die Zange und einfach rüberhalten. So lange, bis er ready ist. Und das machen wir jetzt dreimal. Wie verbrennt. Wie bitte? Die Spitze ist verbrannt gerade schon vom Fischi. Geil. Oh, ey, hab ich Bock auf das Ding. Oh. Ist ja einfach nur, wie Hannah sagt, um Gottes Willen, wer ist das? Wer ist die Verrückte? Oh. Tag 4, das fühlt sich an wie eine Döner, ey. Krass. Ist das genial. Ja, also ich habe auch nicht gesagt, dass du wieder gehen sollst. Eben haben wir hier auch noch ein bisschen Brühe reingepackt und werden... Ich würde irgendwie so die Fische gar nicht so essen, sondern ich würde die in die Brühe reinhauen. Vielleicht die Schnecke noch braten, dann haben wir 3 kleine Minifische und eine Schnecke. Ja, deswegen gehe ich darauf nicht ein. Ich bin ein Erwachsener, kann da. Ich gehe auf solche minimalen Anspielungen nicht und ein. Und eine Brühe? So luxuriös ging es uns noch nie. Das war. Das ist echt wahr. Also das wird. Das ist jetzt unsere abgekochte Brühe. Davon wird jetzt jeder 2-3 Schlucke nehmen. Sobald es ein bisschen kühler ist, dann lassen wir doch mal den Deckel auf, dass es gleich trinkbar ist. Ja, kannst du auch ins Wasser ein bisschen stellen, dass es kühler. Oh, riecht das gut. Riech mal. Boah, geil. Boah. Aber die haben schon das am Geschicktesten gemacht. Ich hätte auch wahrscheinlich... Metallrohr, ich habe das ja gesehen, das ist eigentlich gar nicht so eine späte Idee gewesen. Einfach ein bisschen ins kalte Wasser rein, damit er schneller abkühlt, denn Hanna ist schon fleißig dabei, jetzt die zweite Ladung abzukochen und dann können wir nämlich auch mal richtig schön den ganzen Liter abkochen und abgekochtes Wasser trinken und müssen dann nicht immer durch diesen Filter saugen. Weil es halt geht bei der... Oh, geil. Mmh. Oh, ist das geil. Nein, ich gehe da nicht hin. Ich bin ein Computer-Nerd. Ich sitze vor meinem PC die ganze Zeit. Ich würde niemals nach Seven Wars so weit mitmachen. Ich würde das sofort ablehnen, wenn mich Fritz einladen würde. Oh, ist das lecker. Boah, ja. Ja. Scheiß doch die Wand an, ich kann nicht mehr. Ich finde es ja geil, diesmal ist es ja. Dass es ziemlich auf diese Gemüsebrühe zum Teil ankommt. Das ist bis jetzt mit Abstand der geilste Tag und während Hanna so gerade filtert. Nein, darfst du ja nicht, Lars. Das macht ja nur in die Flasche rein. Und selbst wenn, du hast keinen Strom vor Ort. Kein geiles Bett, Leute. Ich bin echt jemanden. Ich bin dazu sehr verwöhnt. Ich weiß es selbst, aber. Immer Tag 4 ist der schlechteste. Ja, also es ist wirklich bis jetzt so ein guter Tag. Das kann man sich nicht vorstellen. Und genau, ich habe jetzt eben hier mal die Hölzer so rüber gemacht, dass die von alleine brechen und wir die vielleicht nächstes Mal nutzen können beim nächsten Abkochen, weil die dann einfach schon trockener sind. Genau. Ja, also habe ich jetzt auch mal meinen ersten Feuerjob erledigt. Ich bin stolz, ich habe auch was gemacht. Yeah. Ich werde jetzt noch ein bisschen Tanne hier abknipsen und dann werden wir die mit in den Tee geben, einfach
um ein bisschen Geschmack zu bekommen. Um Gottes Willen. Ey, gerade den, ohne Witz, den übelsten Hype mit der Brühe. Krank, krank. Und jetzt, bisschen Tanne rein. Nochmal Geschmack, nochmal was Warmes. So, ich wasche jetzt die Tanne eben nochmal ein bisschen sauber. Da waren eben auch noch irgendwelche Tiereier dran. Und die würde ich auf jeden Fall dann erstmal direkt mitnehmen. Auf entspannt. Genau, bekommen die so ready für unseren Tee. Ich habe bewusst Tanne gewählt, denn Tanne ist gut gegen Entzündungen im Körper etc. Dementsprechend machen wir uns jetzt einen geilen Tannentee. Während unser Tannentee da langsam aber sicher vor sich hin Dings köchelt. So. Werden wir jetzt uns mal langsam an die Fische machen. Oh, ist das lecker. Ich schwör's dir. Hier, ich gebe dir nur ein ganz kleines Stück. Ich schwör's dir, ist richtig, 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 richtig lecker. Ich sehe Annas Blick. So, mich verarschen. Ich töte dich gleich, wenn du mal sagst, es riecht richtig, richtig lecker. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Yo, wir schaffen das mit Platz 9. Boah, das gibt so Energie. Stell dir vor, das ist jetzt eine Nuss. Also, es schmeckt nussig. Das erinnert mich an einen InScope 21, der den Delfin gegessen hat. Das war auch eine nussige Angelegenheit. Du schaffst das. Stolz auf dich. Richtig, richtig gut. Schön. Alter, Leben ist so gut. Tannentee auf. Tannentee, die haben sich jetzt nicht ernsthaft einen Liter Tannentee abgekocht. Oh Mann, die haben sich einen Liter Tannentee abgekocht. Und saufen jetzt Tannentee. Ich kann das nicht nachvollziehen, ob das wirklich gesund ist, ob das man wirklich gut ist. Ich habe keinen blassen Schimmer. Oh Mann, spielt richtig. Mir ist gerade was aufgefallen. Ich bin mit einem Deleted User befreundet. Deleted User. Ah, nee, nicht befreundet, aber steht drin, aber deleted. Ich könnte mal runtergucken. Da, noch einer. Da, noch einer. Hier, da halt wirklich gelöscht worden sind. Das war bei der Wechselding, als die ganzen gewechselt sind. Da ist noch einer. Ich hau die jetzt alle weg. Weil, mein Gott, es bringt mir nichts mehr. Ja, ich weiß es nicht, ob es gesund ist. Ich bin kein Fachidiot. Tut mir leid. Richtig, wie das durch den ganzen Körper geht. Es hat ein bisschen was von, das erinnert mich an irgendwas. Irgendeine Teesorte, probier mal. Das hat doch was. Ja, ja. Das hab ich mir gerade auch. So, ein bisschen Zucker rein und passt das schon. Ich habe noch einen Deleted User. Wieso sind... Ich weiß jetzt, wie sie aufräumen. Pizza Uno habe ich mit der Person geschrieben. Hä? Alles klar. Kommt auch raus. Oh, gedacht. Ich nicht, aber lass dich vertrauen. Oder auch nicht, Kleiner. Also ich würde es nicht saufen, aber das ist ein anderes Thema. Alter, mal normal trinken und nicht durch den Scheißfilter. Es ist so enorm geil. Und es ist entzündungshemmend, das heißt, es ist auch nicht schlecht bei der. Die Wunde ist relativ tief hier an der Hand. Und die Wunde ist relativ tief.
Bei Tagen und so müsste auch gut sein eigentlich, ne? Aber hier nicht zu viel saufen, weil sonst haben wir morgen ums Kaufen nichts. Darf ich noch einen Schluck? Ja klar, wir können ja noch... Aber wir können bis Milliliter 700... Hä? Wir können nicht so viel saufen, wie sie wollen. Die können doch morgen wieder nachmachen. Macht doch keinen Unterschied. Weil 400 können wir auffüllen, oder? Circa. Wenn es nicht ganz voll ist, ja auch okay. Und wir gehen einfach ganz fest davon aus, dass wir einen scheiß See mit Enten drin finden. Und dann reichen uns auch ein Liter. Und dann können wir einen Filter mitnehmen und dann filtern wir einfach direkt aus unserem See. Oh, die Frustration. Alles klar. Was ist los? Was ist los, mein Bester? Morgen, wenn wir nichts finden. Direkt Bahnfahrt mit uns. Ja, aber ist auch okay. Trimax und Romatra. Mal gucken, was die machen. So, Max hat gerade ein bisschen genappt. In der Zeit habe ich nochmal hier die Wände drauf gemacht für das Vordach. Weil das Vordach ist das Wichtigste erstmal. Unsere Plane hält und ist gigastabil. Die geht nicht kaputt. Das Problem ist, wir sind beide ein bisschen größer. Oder wenn du in dem Schlafsack bist und deine Füße ausstreckst, brauchst du mehr als 2 Meter Plane. Ey, die anderen haben alle nicht so eine große Plane dabei. Oder eine Plane, die viel leichter reißt. Bei der anderen ist vielleicht schon... Ja, aber die anderen haben halt nicht so ein Spitzdach. Die Mann ist komplett schräg. Ich denke, das braucht weniger Plane, weil du ja auf beiden Seiten runtergehst. Da hat einer die höhere Seite und die andere niedrigere. Ich denke, das ist bei euch so ein bisschen das Problem, Trimax. Eine Plane gerissen. Also wir haben... Also, das würde mich wundern, wenn Knossi... Und Sascha oder Papa Platte und Rätsmann einen besseren Shelter haben. Einen besseren Shelter nicht, also Kevin hat einen Shelter. Bei Knossi und Sascha weiß nicht, was ich das nennen will. Und Fritz und Martin sind raus mit ihrem Blockhaus. Können hier dreimal am Tag problemlos drin nappen. Wir haben eine fucking Isomatte gefunden. Ja, wir haben eine Isomatte gefunden, das ist krank. Wir haben ein super Dach. Aber eigentlich bin ich schon überrascht, Kanada ist, also die sind ja mehr, das ist verhältnismäßig, wenn man das zu Panama anguckt. Sehr, sehr wenig vermüllt. Also Panama war schon ordentlich zugemüllt. Unser Shelter ist echt toll. Wir haben eine Wand hinten. Und wir haben eine komplette Wand hinten. Hier an den theoretisch, glaube ich, könnte man da sogar noch eine Wärmeding reinbauen, irgendwie so ein bisschen, dass man was Warmes bekommt. Selten regnet es gar nicht mehr, das haben wir noch vergrößert. Was tun wir hier noch Naturmaterialien drüber, dann ist das Vordach dicht. Und dann müssen wir eigentlich nur noch ein paar Stöcke hier vorne hinstellen und dann... Dann wollen wir ein allerletztes Mal probieren, den See zu finden. Ein allerletztes Mal. Kleine Stärkung, bevor es losgeht. Maggi und Wasser. Seegras für heute Abend. Dann machen wir uns heute Abend ein schönes Feuer und essen das. Da gibt es heute Abend richtig viel schöne Chips, ne? Schmecken die Chips echt einigermaßen gut. Ja, dann stress sie zurück, Lars. Mein Gott. Das kannst du gut. Boah. Übrigens für all die, das auf YouTube sehen, ich bin echt sehr, sehr nett und freundlich zu allen Menschen. Aufgeschlossen gerade, ne? Ja. Völlig lebensmüder Einfall. Es geht zum 3. Mal. Aber ich glaube, die haben einen ziemlich großen See, aber wieso kommen die nicht an den Fluss so leicht entlang? Rein in den ultradichten Mangrovensumpf. Wir haben alles dabei. Angelset, Buschbox, Feuerzeug. Transportieren die das alles? Messer, Säge. Dass wir bereit sind, wenn wir ihn finden, dass wir da was machen können. Weil wenn wir keine Fische finden, den See mit Fischen wird es sehr, 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 sehr hart. Mein Löwe, mein Bär, danke Lars. Oh Mann. Aber beide aus, so weil der erste war krank und der zweite auch völlig, wo ich gestürzt bin, das hätte schon so aus sein können. Ich weiß nicht mehr, wie wir uns ein scheiß Notfallteam da abholen, wenn wir uns da verletzen. Die kommen doch nicht mal mit einer Trage rein. Ja, aber eigentlich, ich denke schon, dass sie reinkommen. Die werden dir ein Holz irgendwie dran kleben mit Panzertape, so würde ich es machen. Wenn dein Bein nicht mehr bewegbar ist und dann halt mit dem Helikopter dich rausziehen. Also, keine Ahnung, dir einen Hüftgurt umhauen und das war's. Also das ist schon krass. Aber Romatra möchte da unbedingt hin und den Gefallen tue ich ihm. Ich würde es gern schaffen. Es wäre so frustrierend, wenn wir hier... Es ist ja so frustrierend, wenn wir hier rausfliegen nach, keine Ahnung, 9 Tagen, weil wir kein Essen bekommen. Und das ist das einzige Problem, ne? Also wir haben der Shelter. Na ja, Essen. Ihr habt so viel Maggi dabei.
Der Shelter ist super. Also wir sind, wir haben Wasser, sind set. Wir können Feuer machen. Wir haben uns Cape Chips gemacht. Wir essen Beeren. Wir haben's, wir sind super. Wir sind, wir sind super, super, super zufrieden. Aber dass wir hier keinen Süßwassersee haben, ist krank. Überhaupt kein Süßwasser. Weil wenn ich mir überlege, ihr müsst das Wasser abkochen. Und das ist irgendwie ein bisschen kacke bei euch. Das Wasser ist so sumpfig. Ja, dann will ich auch mal gucken, ob ihr nicht irgendwo anders Wasser finden könnt. So, es geht los. Wir gehen diesmal ja so 150 Meter links vom Fluss los. Weil das hier erhöhtes Gebiet ist und vielleicht, Alter, habe ich hier schon viel abgeratzt. Hier war komplett. Und vielleicht kommen wir jetzt. Und jetzt rein da in den Mangrovenwald. Trimax Lieblingswort, Mangrovenwald. Trimax sagt das jedes Mal in dem Scheiß. Lars, du musst einfach nur schneller rennen. Ich sag schon, ich bin ein super Tippgeber. Hier ein bisschen besser durch. Hier gehen wir jetzt erstmal geradeaus. Ich muss mir überlegen, das nächste fürs nächste Reaktion brauchen wir mal ein bisschen spannender machen mit Saufen. Müssen wir uns nur überlegen, welches Wort darf nicht gesagt werden oder ich muss trinken. Und ich muss Counter dafür bauen. Das ist sehr, sehr lustig. Krass, oder? Hilfe! Das ist so. Hilfe! So? Das ist geechoed. Mach nochmal. Scheiße! Zumindest hätte ich Bock aufs Müllkack. Ich lauf immer langsam. Scheiße! Krank, Alter. Der kann auch wegkracken wieder, ne? Das ist wieder so ein Verletzungsbaum-Wichser. Aber jetzt hier so runter. Müssen wir hier durch, hier, komm zurück. Echt, naja, aus. Da links ist ein bisschen offener, wollen wir da ein bisschen lang? Wieso bist du mit der dann überhaupt zusammen? Auf ernster Basis? Ja, ne? Mhm. Die verletzen sich gleich und werden rausgeholt. Ich sehe das schon kommen, das wäre super lustig. Alter. Also das Video wird mit den beiden wahrscheinlich enden. Es sind noch 2 Minuten bis mehr, 2,5. Ich glaube da nicht, dass da noch viel passieren wird. Holy shit, Mann. Das ist so krank, ne? Ja. Dass wir das 3. Mal hier machen. Das ist immer wieder die größte Challenge am Tag. Ah. Oh Gott. Ist das krank? Holy shit! Ich glaube, man müsste sich so auf Holy shit, Digga, ist das krank, also krank oder Digga. Obwohl, wenn mein Digga bin ich wahrscheinlich besoffen danach. Naja, das sollte ich vielleicht nicht machen. Wer hat denn ausgesucht, dass wir in den Sumpf kommen? Was haben wir gemacht? Trimax, ich war das. Ich wollte nicht so verrückt lachen. Ja, ich hab Martin und Fritz ausgelacht, dass die safe in den Sumpf kommen. Die sind schon draußen. Ah, oh, fuck. Ich höre auch einfach, man, jedes Mal, wenn ein anderes Team ein anderes Team erwähnt, dann muss man trinken. Das wäre auch super lustig. Aber bei allem Respekt, wenn wir jetzt einen See finden. Also wenn zum Beispiel sagt Knossi. Jetzt Trimax, Zahn trinken. Irgendwie, da wäre ein ganz lustiges Spiel. Da muss ich mal, wieder einen TikTok machen. Morgen. Können wir hier nicht jeden Tag hergehen? Unmöglich. Die müssen sich halt einfach mal eine richtige Schneise reinhauen. Wir verbrauchen durch den Weg hier durch 600 Kalorien und kriegen dann 150 pro Person mit einem Fisch. Ich will's auch sehen. Ich will's aus. Jetzt bin ich gespannt. Ich will's auch sehen. Ich will's sehen. Nein. Das ist nicht das Melle. Schubst du mich jetzt hier auf. Ach
du Scheiße. Wieso nehmen die eigentlich keinen Stab, um vorzupieksen? Also wo man gehen kann und wo nicht. Das verstehe ich nicht ein bisschen. Also das finde ich wieder ein bisschen komisch. Das würde ich so machen. Jetzt aussehen. Nee, die können wir nicht durch. Ist da Wasser? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Hier ist unendlich viel Wasser. Jetzt mal. Für die wäre vielleicht überhaupt die Überlegung, ihren Shelter abzubauen und dort noch aufzubauen um Wasser, weil da ist besser das Süßwasser. Nein, schon. Können wir da nicht hinsteppen? Ja, obwohl, es kann sein, dass die Kirche von dir einsinkt, ne? Ja, mach kleine Schritte. Ich hätte halt echt mit den Stängen genommen zum Vorstechern bei solchen Sachen, weil einsinken ist nicht so geil. Und die Sache ist halt, die Schneise muss nur stark genug später eingeschnitten werden, dann ist das easy zu laufen. Vorsichtig, ne? Ja. Oh mein Gott! Was für ein großer See, das muss man schon sagen, das sieht sehr, sehr richtig aus. Da hinten ist ein bisschen das Ende zu sehen. Oh mein Gott! So, YouTube, ich würde sagen, das war's wieder mit dem Stream. Leute, vergesst nicht, an den anderen YouTube-Kanälen vorbeizuschauen. Vor allem an dem Reaction-Kanal, wer jetzt das über den Hauptkanal guckt. Oder auch beim Live-Kanal, es sind zwei neue Kanäle, kommt gerne da vorbei. Beim Live-Kanal gehen eigentlich Gaming-Streams immer Live-Reactions nicht, weil ich da eben auch vorsichtig machen möchte bei YouTube. Schaltet da gerne ein. Und bis dahin, haut rein, YouTube. Tschüss!